Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. So, heute haben wir wieder mal ein Modbricks Set. 245 Teile. Kostet derzeit 17,95 €. Und zwar ist das ein Kiosk, an dem Zeitschriften und Comics verkauft werden. Hat auch eine Rückseite. Ja. So, das werden wir jetzt hier beide zusammen aufbauen. Achso, apropos beide. Klemmi ist auch da. Hat seinen Aufpasser mitgebracht. Ja, die kleine Maus hier. Und damit er nicht so viele Steine fallen lässt. Ne? Gut. So. Ja, das ist heute angekommen. Weiß jetzt nicht, wann ihr das Video seht. Das hat uns die Nervensäge zugeschickt. So, wieso sagen wir zu dem Nervensäge? Dann ist er im Endeffekt etwas Abwertendes. Wir kamen nicht auf die Idee, sondern er selber. Wenn er hier anruft, dann sagt er immer, die Nervensäge ist es. Und seitdem ist es die Nervensäge bei uns auch. Genau. Also eine lieb gemeinte Nervensäge. Ja. So, dann wollen wir mal aufmachen. Der hat uns noch mehr geschickt. Das hier. Und Jennis. Und jede Menge Kekse. Das habt ihr bestimmt aus dem Review gesehen. Aus dem Hall. Aus dem Hall. Ah, ich bin auch schon total neben der Spur heute. So, dann wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Das habe ich mir gedacht, dass da Klemmbausteine drin sind. Und nicht auch noch Kekse. Ja, das wäre der Hammer. Der nimmt alles raus, packt Kekse rein. Dann hast du mich hier liegen. So. Drei Schälchen. Eine Baseplate und eine Anleitung. Ich suche nach Aufklebern. Der war gut. Wieso? Da gibt es nicht viele, ne? Oder reichlich. So, wo seid ihr? Ihr Aufkleber. Ich glaube, wir haben es wohl durch Prinz ersetzt. Ich habe mal gehört, es kann alles Aufkleber. Alter, guck dir das an. Das hat hier hinten festgebappt. Die Fliesen sind alle bedruckt. Ja, ist auch das hier. Das habe ich hier in der Hand. Das werde ich dann gleich mal drauf machen. Weil das hat sich hier irgendwie... Naja, aber das werde ich dann nachher drauf machen. Das ist dieses... Nee, das... Ja, das wird so komplett da... Schade. Ich probiere es aber trotzdem. Weißt du, mit dem Skalpell hier mal vor dem N abschneiden. Weil da hat sich schon hochgewellt. Ja, okay. Oder kann man ja schon fast sagen, Clem Belly Times hat ihren neuen Dings oder wie es auch mal heißen wird. Namen steht noch nicht fest. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich werde demnächst mal eine Umfrage in den Community-Tabs machen. Sagen wir die Namen, ja, und machen da Buchstaben davor. Und dann brauchen die nur die Zahl oder den Buchstaben. Das ist eine Umfrage. Eine Umfrage. Müssen sich die Leute dabei umdrehen. Also da ist reichlich Kunst dabei. So, Clemmi wird anfangen zu bauen. Und ich laber wieder dumm Zeug. Ja, mal gucken, wo das jetzt draufkommt, damit ich das dann noch bearbeiten kann. Das sind viele kleine, so wie ich das sehe. Oder habe ich was an der Murmel? Eher an der Murmel. Das sind ein Haufen kleine. Einzelbuchstaben. Ja. Ja. Auch gut. Ja, das machen wir dann ganz zum Schluss. Dann lege ich das mal schön an die Seite. So, Mister. Ich gucke jetzt mal, ob es hier noch irgendwas am Prinz gibt. Hier eine blaue. Und eine weiße.
So, kurze Info. Wir haben heute den 12.02. Samstag. Ja. Wir machen samstags immer zwischen 9 und 1 haben wir unseren Laden geöffnet. Ich persönlich bin immer früher da, meistens so 45 Minuten. Ich brauche frische Luft. Dann muss hier auch noch ein bisschen was sauber gemacht werden. Die Klemmbausteine zum Beispiel aufheben, die Klemmi fallen lässt. Da komme ich dann immer mit einem großen Kühl. Und mit so einer... ja, ich zeig's euch. Für alte Leute rücken schon. Sagt er gerade, er ruft's am meisten. Ja, ganz lustiges Ding. Weil wir haben unsere Regale so ziemlich weit verbaut. Und wenn wir da was holen, dann brauchen wir das da. Und eben halt für Klemmis Unarten hier. Ne? So. Ja, Elektrogeräte geben irgendeinen Smog von sich. Deswegen tue ich hier morgens immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde erstmal lüften. Egal wie warm oder wie kalt es ist. Auch wenn es regnet. Ist mir egal. Wir haben was zum Aufwischen und keine Heizung. Das ist kein Witz, in dem Raum hier befindet sich keine Heizung. Haben wir rausnehmen lassen. Weil die ganzen Rechner, die wir hier anhaben, ersetzen die Heizung. Ja, dann war es so ungefähr 10 Minuten nach 9 oder Viertel nach 9, ne? Als der Anruf kam. Mhm. Da hat uns eine Kundin angerufen. Schon eine ältere Frau, was wird die alt sein? 70? Bisschen älter, glaube ich sogar. Bisschen älter, ja. Ja, sie konnte heute Nacht nicht schlafen und hat Kuchen gebacken. Ja. Klemmi hat es angenommen, das Gespräch. Ja, erzähl mal, was hat sie zu dir gesagt? Sie wollte einen bestimmten Kuchen für sich backen, hat aber einen Boden gebacken, den sie dafür nicht braucht. So ein Obstboden, den kennt er bestimmt. Ja. Und dann da das Obst draufgelegt und dann die Glasur oben drüber und dann kommt Sahne drauf, wenn er kalt genug ist. Und da hat sie uns gefragt, wie es denn aussieht, ob sie uns denn heute was liefern darf. Und da hat sie uns einen schönen, leckeren Kuchen vorbeigebracht. Ja, also liefern. Das heißt also, sie bringt ihn her. Wir müssen das nicht bezahlen. Wir bezahlen das auch nicht. Die weigert sich partout von uns Geld zu nehmen. Sie sagt immer, sie ist froh, dass wir da sind. Ihre Kinder wohnen ein bisschen weiter weg. Und wenn sie dann irgendwas mit dem Handy hat, also da irgendwas vermurksbubbelt hat, und dann helfen wir. Und jetzt kommt der Hammer, die bezahlt das auch noch. Auch wenn wir kein Geld dafür haben wollen, ja. Dann geht sie hier an unser Hausschwein, das hier auf der Theke steht, und füttert das immer. Ja, da kam die Frau dann an. Und hat uns einen Kuchen gebracht. Sauerkirsch-Sahne-Kuchen. Und dann oben drüber so Schokoladenplättchen. Wir hängen ein Bild rein, damit ihr euch was davon vorstellen könnt. Ja, da fehlt bereits ein Stück. Wir haben ihn schon getestet. Über Klemmkraft, Farbe und Zustand. Ey, Alter, ich sag euch nur eins. Das war der beste Sauerkirsch-Sahnekuchen, den ich je gegessen habe. Und wer mich kennt und mich anschaut, der weiß, dass ich schon reichlich Kuchen gegessen habe. Das wollte ich unbedingt mal loswerden, weil das ist eine ganz liebe Frau. Nicht, weil sie uns irgendetwas bringt, um Gottes Willen, danach bemesse ich keinen Menschen. Nee. Aber das musste ich unbedingt mal sagen. Und so, und dann ging... Was? Weiter? Unsere Kunden sind schon verrückt hier. Ja. Die einen wissen, dass wir gerne Wurst essen und so weiter. Wenn Feiertage sind, jetzt zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, dann bringen die uns immer das. Es sind Geschäftskunden, also nicht irgendwie Otto-Normalverbraucher. Davon haben wir auch reichlich, die uns Sachen bringen. Süßigkeiten. Die eine bringt zum Beispiel Granatäpfel. Die hat mitgekriegt, wie ich unten am Markt war. Der ist hier ungefähr 150, 200 Meter von hier. Jeden Freitag. Jeden Freitag ist der Markt. Und da hat sie gesehen, dass ich Granatäpfel kaufe. Ja. Woche drauf kam sie an.
und hat uns hier 2 Granatäpfel gebracht. Ja, was wir hier für Kunden haben, abartig. Ich find's schön. Jetzt nicht, weil wir von denen was bekommen. Nein, die Freundlichkeit von den Leuten hier. Ja. Und ja, ist einfach nicht zu beschreiben. So, hast du da noch irgendwas in der Hinsicht? Also gerade wenn es an Weihnachten aufs Jahresende zugeht, Weihnachten und so weiter, da werden wir hier totgeschmissen. Ja. So, was geben wir unseren Kunden zu Weihnachten? Den Geschäftskunden, die bekommen meistens Sekt, dann Süßigkeiten, das heißt also so Päckchen, wo Weihnachtsmänner und Schokoeier drin sind. Ja? Ja, sie sind nicht aus der teuersten Dings, weil wir da reichlich machen. Und dann gibt es von unserem Geschäft. Ja. Na komm. Diese Kugelschreiber, die haben wir auch als LB, weil die Qualität ist super. Lässt sich unheimlich gut mitschreiben und dann vor allen Dingen hier das Blaue ist bei LB gelb. Ich halte mal gerade daneben. Unheimlich griffig, er rutscht nicht immer aus der Hand. Ja, und dann kann ich dann auch mal hier reintun, da habe ich gar keinen Wert. So, ja, dann ein Jahr haben wir dann Parkscheiben drin gehabt. Ein Jahr haben wir Uhren drin gehabt. Ja. Mit Brieföffner. Ich habe hier keine mehr. Hinten haben wir aber noch welche, die wird es dann dieses Jahr geben. So, dann zeig mal hier. Ja, die Uhrzeit. Muss nur Batterie rein, oder? Ja. Ja. Dann haben wir denen mal hier diese Uhren gegeben. Wir haben dann Aufkleber drauf gemacht mit unserem Logo. Und hier ist ein Schlitz. Wenn man da ein Stück Papier oder einen Brief durchmacht, dann reißt er, also schneidet der da eine Kante ab. So 2 mm oder so. Geldscheine gehen auch. Ja, die kann man noch mit kleiner machen. Ja. Und dann haben wir jedes Jahr haben wir das Gleiche. So, heute geht's um Grün. Und zwar jenes. Das sind Kalender. Wie lange haben wir die jetzt schon? 10 Jahre? Oder noch länger? Ich dürfte so ein paar. So, das sind die Kalender, die tun wir auch bei den Leuten dann in die Tüten. Oder wir haben sie hier draußen liegen. Schwarz. Und jeder, der kommt und gerne einen haben möchte, der kann ihn kriegen. Umsonst. So, in die Kalender kann man was reinschreiben. Ein Kunde, der nicht mehr so agil ist, sagen wir es mal so, der konnte keinen holen. Ich habe immer noch mal 1-2 hier liegen. Einen für unser Archiv. Und er hat dann angefragt, wie sieht es denn aus? Er hat keinen Kalender dieses Jahr. Und er schickt seine Pflegerin vorbei, beziehungsweise seine Haushaltshilfe. Und die wird den Kalender abholen. Den haben wir dann gleich den für nächstes Jahr mitgegeben, damit wir das nicht vergessen. Der Mann ist schon älter. Und auch ein sehr netter und treuer Kunde. Ja. Und das sind angenehme Bilder. Man kann was reinschreiben. Und unsere Adresse mit Telefonnummer ist drauf. Damit die Leute nur an die Wand gucken brauchen, wenn sie Probleme haben. Ja. Sehr angenehmer Kalender. Ja. Das geben wir so den Leuten dann mit. Und die denken dann, sie müssen sich revanchieren. Muss man nicht. Absolut nicht. Wir machen sowas immer gerne. Wir sind schon alleine mit netten und angenehmen Worten zufrieden. Ja. Dann kam DHL. Und hat uns ein Paket gebracht. Ein ganzes heute nur. Seltsamerweise, weil Samstag ist. Normal bekommen wir samstags und montags keine Post und keine Pakete. Es waren insgesamt 3 Pakete, die heute. 3? Alle von ihm. Nee. Nein, ja. Einer von den Postboten, beziehungsweise von diesen DHL-Boten, der ist nicht so ganz unser Geschmack. Und da haben wir dann gesagt, weißt du was, den ärgern wir.
wir holen nicht vom Großhändler das Papier, sondern wir bestellen es online. Da haben wir zwei riesen Kisten mit Kopierpapier hier reingeschleppt. Der hat geschwitzt. Leider Gottes war es der falsche Postbote. Hat mir ein bisschen leid getan, aber naja. Ist halt mal so, ne? Und ja, dann war dieses Paket dabei. Von unserer Nervensäge. Genau. Und ein Teil bauen wir jetzt davon auf. Das andere Teil machen wir im Anschluss danach. Und dann hat er uns auch noch ein paar Tierchen geschickt. Und eine Figur mit seinem Namen drauf. War alles im Hall zu sehen. Ja, und wir hatten dann auch vermerkt, dass er uns im Juni für 4 oder 3, 4 Tage besuchen wird hier. Er kommt aus der Nähe von Hannover, vielleicht sogar direkt aus Hannover, mehr möchte ich da jetzt nicht sagen. Und naja, er will dann hier abends mit uns klemmen, sich hier die Gegend angucken. Mit ein bisschen Glück wird er mal nicht im Keller eingeschlossen. Hallo, wir sind hier nicht in Österreich. Der musste sein. Ach Mann. Ja. Also ich persönlich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch auf Ostern, wenn wir dann endlich mal wieder 14 Tage Urlaub machen können. Ja, wir werden uns aber auf jeden Fall jeden Tag melden. Ja, klar. So wie wir es bisher immer gemacht haben, seit wir den Kanal haben. Und mit ein bisschen Glück kommen wir sogar dieses Jahr mal für 2, 3 Wochen nach England. Das wäre natürlich die Krönung. Ja. Denn wir waren bis jetzt immer, ja, jedes Jahr 2, 3 Wochen waren wir auf den Inseln. Ich mag die Leute dort. Die sind nett, freundlich, höflich. Ganz anders als hier. Wenn ich hier so die Leute auf der Straße rumrennen sehe, da kannst du einem Angst und Bangen werden. Bestimmte Kunden ausgeschlossen. Richtig. Ja, es sind nicht alle so, aber was wir da beim ersten Besuch erlebt haben, das war 2011, war das. Ja. Da waren wir das erste Mal drüben über Ostern. 5, 6 Tage, ne? Gerade über Ostern. 4 Tage. Ja, ein Tag mit dem Auto hin, ein Tag mit dem Auto zurück, 2 Tage in England. Ja, da haben wir im B&B Rob Roy haben wir da übernachtet. Ja. Auch sehr angenehm. Da haben wir dann England erstmal kennengelernt. Und ich sag's ganz ehrlich, die Leute entschuldigen sich, wenn du denen im Weg bist. Das ist der Hammer. Ja. Und auch hier, wenn du, ich kann nicht besonders gut Englisch, aber es reicht dafür, dass ich mit den Leuten klarkomme. Und wenn da mal ein bisschen mit Hände und Füße geredet wird, dann geht das auch. So, wenn du da was falsch aussprichst, nicht so wie hier in Deutschland, dass da die Oberlehrer zutage kommen und dann sagen, hier, das wird so und so gesagt, nein. Die reden einfach langsamer und deutlicher mit dir. Aber es verbessert einen keiner. Also nicht ein einziger hat mich da jemals verbessert, da drüben. Das finde ich irgendwie toll. Ja. Ich hab gerade Hust. Was ist denn? Ich zusammen. Ich soll das zusammen machen. Ich. Alter Mann. Ja, du hast Zeit. Oha. Ja. So langsam kommen mir Zweifel auf, ob das da reingehört. Leider ja. Oh Mensch! Gleich gehe ich an die Gruselkiste und hole einen anderen. Ich habe es einklicksen gehört. Nein! Oh!
Jetzt habe ich die Schnauze voll. Mein geheimes Klemmgerät. Drin. Ja. Damit geht alles. Achso, ich habe die Uhr mal hier stehen, deswegen ist es so dunkel. Was da angeklemmt und draufgehauen, Huber. Ist das Slot-Maschine oder? Hier ist Kaffeemaschine. Kaffeemaschine zum Ziehen. Hui. Und dann drehen sich dann die Kaffeebohnen. Ne? Und wenn sie in einer bestimmten Reihenfolge stehen bleiben, kriegst du einen Euro. Genau. Du musst aber 5 Euro reinschmeißen, damit funktioniert. Ja, auch nicht schlecht. Also bis jetzt ist okay von der Klemmkraft allem. So. So, dann würde ich doch mal sagen. Zweimal die Zeitung. 20 Minuten sind wir jetzt schon dran. Ich unterbreche mal. Und den Rest machen wir im Speed, ne? Ja. Okay. Bis gleich. So, wir haben es zusammengebaut und das Konzept sehr gut. Die Prints auch gut. Die Idee sehr gut. Die Fliesen, entschuldigt jetzt das Wort, aber das sind scheiße. So einen Müll habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Total verkratzt. Flecken drauf und ich habe es versucht schon wegzupolieren. Das ist eine ganz, ganz schlimme Qualität, die Fliesen. Ja, wir haben es geschenkt bekommen, aber wir hätten es uns auch garantiert irgendwann gekauft. Ich habe schon ein paar Mal damit geliebäugelt, wenn ich bei Modprix auf der Seite war. Aber die Fliesen, Leute, ich weiß eins, wenn ich sowas haben will, dann reiße ich die Fliesen ab und schmeiße weg. Was anderes kannst du mit den Dingern nämlich nicht machen. Abreißen, wegschmeißen. Von irgendjemand anders die Fliesen und die Steine kaufen und wieder aufbauen. Ganz, ganz schlimm. Aber wie gesagt, die Idee und das Konzept ist klasse. Die Prints sind auch sehr gut, aber... Ja, und dass das hier oben dann ein großer Aufkleber ist über einzelne Steinchen... Ja. Ich hätte auch zwei Fliesen reinmachen können. Ja. Da ist 19 Prints dabei, ja, und hätten die zwei auch nichts mehr genutzt. Ich übergebe es dir, sonst ärgere ich mich nur. Über die Qualität. Nicht über das Konzept.
Auch nicht über dieses wunderschöne Geschenk. Ich zeig's euch erstmal ein bisschen näher. Ja, lass die Fliesen leuchten. So. Sieht ja ganz schön aus. Übrigens, die Uhr hinten ist vom Druck schief. Also 12 Uhr ist nicht oben, das ist irgendwo anders da. Mal gucken, ob man es vielleicht so ein bisschen einfangen kann. Ansonsten die Prints auch gut von den Zeitschriften. Die werden wir auf jeden Fall bei Clem Valley einbasteln. Auf jeden Fall. Schicker Mülleimer. Ja. Wie gesagt, das Konzept ist klasse. Die Idee ist gut. Nur die Steine sind Mist. Ja. Ist halt so. Man sieht auch, dass dünnes Material ist. Dass, sobald ein bisschen Licht dahinter ist, leuchtet es durch hier oben bei den Fliesen. Also. Gut, hier hinten haben wir noch eine Tür. Die geht nicht auf. Das ist eine nicht aufgehende Tür. Da muss man schon wirklich hier fast alles auseinanderreißen. Oder? Lass es zu, nicht, dass der Krempel jetzt auch noch auseinanderfällt. Weil es im Prinzip ein kompletter Brick ist. Das sind so Fensterscheiben. Kann man dann auch weglassen. Bei Kobi, die hatten mal so ein Fenster, da war unten aber nicht geschlossen. Mhm. Da waren nur so Klammern, dass wenn man es aufgemacht hat, ist dann wieder in die Noppen. Da kann man sich was anderes einfallen lassen, ja. Es gibt Kobi hat's ja auch. Ne? Ansonsten vom Modell her schick, ist gut gelöst, dass man das hier so ein bisschen hoch und runter biegen kann. Oder gerade abmachen. Warum man das hoch und runter machen kann, muffelt der so da drin, der Typ. Oder die, lassen wir das. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Ja. Kaputt gemacht. Der hat es kaputt gemacht. Die arme Zeitung, die muss wieder drunter leiden. Ja. Er kriegt es nicht zusammen. Jetzt hat er es auseinandergerissen. Nein, das bleibt das. Ich breche nicht ab. Warum auch? Ja. Wie oft ist mir schon was passiert? Ich habe nicht abgebrochen. Bei dem Dach unten drunter hier vorne. Das sind lauter 1x2er drunter. Ja, was soll das? Teilezahl. Hier, 245 Teile. Nehmt ein 1x6er. Das ist ein Wahnsinnskonzept, verstehst du? Die Teilqualität hier und dann... Der Plan ist übrigens super. Auch von der Farbdarstellung her kann man alles erkennen. Mit anderen Teilen nachbauen, hast ein tolles Teil. Ja, eben, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Ich reiß die Fliesen weg oder ich baue das ganze Ding neu mit einer anderen von einer anderen Firma. Ja. Es sind halt die Mobbricksteine sind nicht die besten. Nein, aber die Konzepte sind klasse. Ja, die Pläne sind meistens ganz gut. Jetzt habe ich doch mal was rausgeworfen. Aber tritt sich fest. Er kehrt ja morgen früh auf. Jo. Nein, morgen nicht, morgen Sonntag. Arbeitsverweigerung am Sonntag hier. Ja, ich würde dann mal sagen, Modbricks tut uns einen Gefallen, tut die Pläne für 1-2 Euro verkaufen. Und die Fliesen, die bedruckten. Ja, als Pappack oder sowas. Und lasst es mit den Steinen, das haut nicht hin. Ihr macht euren Namen kaputt. Das ist so schade, ein so schönes Konzept. Ja. Alles gefunden? Ja, hier hinten liegen noch ein paar Zeitschriften. Lass sie liegen, ist gut. Genau. Und richtige Grubrigsteine sind auch nicht so viel teurer als die anderen. Ja. Dann würde das Ding vielleicht 19,95 kosten, also 2 Euro mehr. Und ihr hättet eine super Qualität. Spart nicht am falschen Ende, Leute. Den Print hier vorne wegmachen, vernünftige Steine nehmen. Ja, also das ist ja also noch als Print, vernünftige Steine nehmen. Und dann kann man auch 24 Euro dafür kassieren. Das ist meine Meinung. Wenn es ein gutes Modell ist, was... Ja, das ist ein geiles Modell. Was man auch in jeder Stadt haben will. Weil jeder will in seiner Stadt einen Kiosk haben. Ja. Okay, also, ich würde sagen,
wenn einer sowas zum Nachbauen sucht, kann das machen. Ihr werdet überrascht sein über die Qualität der Fliesen. Also empfehlen kann ich es nicht. Nicht wirklich. Also, tut mir leid, ich empfehle es nicht. Dafür sind die Steine zu schlecht. Fürs Konzept gibt es von mir 25 Punkte. Für die bedruckten Fliesen nochmal 25. Ja, haben wir 50 Punkte. Das reicht, mehr gibt's nicht. 50% Empfehlung. Ja, mehr gibt's nicht. Wer wirklich explizit nach Fliesen sucht für Zeitschriften und... Das ist zu teuer. Das ist viel zu teuer. Für knapp 18 Euro ist das zu teuer. Da kriegt er wirklich bei Brickling bessere Angebote. Auf jeden Fall. Mann, wir empfehlen Brickling. Oh, wir sind tief gesunken. Ja. Frag bei Pandora, ob die sowas hat. Genau. Ja. Ja, das war's dann, ne? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert uns. Daneben ist eine Glocke. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt und immer informiert sein wollt, dann passiert das meistens mit der Glocke. Ja. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das Ding schon mal zusammengebaut habt. Und ja, was ihr Erfahrungen gemacht habt. Wie sind eure Fliesen? Unsere sind allerletzter Müll. So, wir verabschieden uns für heute mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschö.